das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und einen schönen guten Abend auch von mir. Morgen ist es genau 2 Monate her, dass Terroristen der islamistischen Hamas vom Gazastreifen aus Israel brutal überfielen und so den Krieg auslösten, der seitdem in der Region tobt. Und während Israels Armee immer weiter gegen die Hamas im Gazastreifen vorgeht, nun auch im Süden des Gebiets, werden immer mehr grausamste Berichte über sexuelle Verbrechen der Hamas gegen Frauen und Mädchen bekannt. Vor allem vom Tag des Überfalls selbst, wie hier rund um ein Festivalgelände. Anfang der Woche warf eine Demonstration vor dem Sitz der UNO in New York den Vereinten Nationen vor, trotz zahlreicher Beweismaterialien, trotz Augenzeugenberichten, diese Gewaltverbrechen zu verschweigen. Auch US-Präsident Joe Biden mahnte, diese Grausamkeiten müssten von der Weltgemeinschaft ohne Wenn und Aber verurteilt werden. Die Hamas selbst bestreitet die Vorwürfe von Vergewaltigung, Verstümmelung und Leichenschändung. Laura Houtkamp berichtet. Yaden Gonen hat Angst. Angst um ihre Schwester. Alle, die heute hier sind, fürchten um junge Frauen, die noch von der Hamas als Geiseln festgehalten werden. Die Befürchtung, die Terroristen könnten ihnen schreckliche Dinge antun. Wenn es schon beängstigend im Alltag sein kann, eine Frau zu sein, wie muss es dann sein, als Frau in Gefangenschaft der Hamas zu sein? 45 Tage lang. Versteht hier jemand, was das bedeutet? Die Frau neben mir. Sie verstehen es. Bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober hat es auch gezielt Gewalt gegen Frauen gegeben. Vergewaltigungen und Genitalverstümmelungen. Die meisten Frauen haben es nicht überlebt. Diese Leiche haben wir, um ihre Würde und Privatsphäre zu schützen, bedeckt. Denn hier liegt der Körper einer nackten Frau. Mit verbundenem Mund und gefesselten Händen. Ohne Kleider. Das sind die Szenen, die wir die ganze Zeit sehen. Augenzeugenberichte sind so grausam, dass wir hier nur Auszüge wiedergeben. Sie haben die Frau hingelegt und ich habe kapiert, die vergewaltigen sie gerade. Dann wurde sie umgedreht und an den Nächsten weitergegeben. War sie am Leben, als sie vergewaltigt wurde? Ja, sie hat gelebt. Sie hatten es auf Geschlechtsteile abgesehen, bei Frauen und Männern. Die Frauen, die wir untersucht haben, waren Zivilistinnen. Was wir gesehen haben, Amputationen von Brüsten, Schüsse, gezielt auf Brüste der Frauen. Israelische Ermittler haben mehr als 1500 solcher schockierender Berichte zusammengetragen. Von Zeugen, medizinischem Personal, Pathologen. Auch inzwischen freigelassene Geiseln berichten von massiven sexuellen Übergriffen. In Israel wird das lange Schweigen der UN und anderer Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. Sexualverbrechen, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, sie wurden systematisch beim Angriff eingesetzt. Wir warten auf eine deutliche Verurteilung. Wir haben eine klare und laute Aussage erwartet, die sagt, es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Körper von Frauen als Kriegswaffe einzusetzen. Frauenrechtsaktivistinnen aus Israel haben mehrfach vor der UN in New York demonstriert. Ihr Vorwurf, Solidarität gelte nicht für jüdische Frauen. Heute dann doch eine deutlichere Reaktion von den Vereinten Nationen. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte äußerte sich zum ersten Mal. Es ist klar, dass die Grausamkeiten sexueller Gewalt gründlich untersucht werden müssen. Wir müssen sicherstellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, denn das ist es, was wir den Opfern schuldig sind. Die Verurteilung durch die UN, sie dürfte auch wichtig für Yaden Gonen und ihre Unterstützerinnen sein, die immer noch um die Freilassung ihrer Schwestern bangen. Und zur aktuellen Lage im Nahen Osten jetzt Sophie von der Tann aus Tel Aviv. Sophie, Israels Armee geht verstärkt im Süden des Gazastreifens gegen die Hamas vor und angeblich hat man den Komplex des Hamas-Anführers im Gazastreifen umstellt. Was weiß man genau darüber? Herr Premierminister Netanyahu hat in einer Videobotschaft mitgeteilt, dass man das Haus von Sinwar umstellt habe.
in Khan Yunis, der zweitgrößten Stadt des Gazastreifens im Süden. Sinwar gilt als einer der Drahtzieher der Terrorangriffe vom 7. Oktober. Das israelische Militär hat aber auch nochmal klargestellt, man geht davon aus, dass er nicht oberirdisch irgendwo ist, sondern unterirdisch. Khan Yunis gilt als eine Hochburg der Hamas. Allerdings sind dort auch nach wie vor tausende Zivilisten. Viele Menschen sind dorthin geflüchtet, müssen jetzt erneut flüchten, wissen eigentlich gar nicht, wo sie wirklich Sicherheit finden sollen. Die humanitäre Situation dort ist katastrophal. Und dieses verstärkte Vorgehen im Süden hat ja möglicherweise auch Auswirkungen auf die Lage der Geiseln dort, die nach wie vor da irgendwo versteckt werden. Was weiß man da? Nach wie vor geht man davon aus, dass 138 Geiseln im Gazastreifen sind, viele wahrscheinlich im Süden. Und die Angehörigen befürchten, dass deren Leben bedroht ist durch diese heftigen Gefechte. Freigelassene Geiseln haben auch davon berichtet, dass sie immer wieder den Ort wechseln mussten wegen der Gefechte, dass sie die Gefechte auch hautnah miterlebt haben. Und die Angehörigen haben den Eindruck, dass die israelische Regierung sie da in ihren Sorgen nicht genügend ernst geht und da nicht genügend drauf eingeht. Im anderen Palästinensergebiet, dem Westjordanland, da kommt es seit Wochen immer wieder zu Gewalttaten von radikalen israelischen Siedlern gegen Palästinenser. Die USA haben nun Einreisebeschränkungen gegen solche Gewalttäter angekündigt. Und Deutschland will das auf die EU auch ausweiten, solche Beschränkungen. Welche Reaktion gibt es dazu in Israel? Benny Gantz, Minister im Kriegskabinett, sagte, dass der Begriff Siedlergewalt, dass man den nicht nutzen solle, weil er nicht die Siedler im besetzten Westjordanland repräsentiere. 99% seien gesetzestreue Menschen. Es gebe Gewalt, räume er ein, und die müsse man auch verurteilen. Tatsächlich haben die Angriffe radikaler Siedler auf Palästinenser seit dem 7. Oktober im Schatten dieses Krieges massiv zugenommen. Darauf weisen auch israelische Menschenrechtsorganisationen hin. Und die USA und auch andere Länder, darunter auch Deutschland, hatten Israel immer wieder dazu ermahnt, mehr dagegen zu tun. Sophie, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Internationale Sanktionen gegen ihn und sein Land gibt es wie noch nie zuvor. Der Internationale Strafgerichtshof hat einen weltweiten Haftbefehl gegen ihn erlassen. Aber weder hat das Russlands Präsidenten Wladimir Putin bislang von seinem Krieg gegen die Ukraine abhalten können, noch seine Rohstoffexporte groß eindämmen können, mit denen er seine Kriegskasse füllt. Und nun sucht er auch international wieder Anschluss und ist zu einer selten gewordenen Auslandsreise aufgebrochen. Erst ein prunkvoller Empfang in den Vereinigten Arabischen Emiraten, heute dann weiter nach Saudi-Arabien. Ein risikofreier Ausflug, denn weil beide Länder den Gründungsvertrag des Internationalen Strafgerichtshofs nicht unterzeichnet haben, sind sie auch nicht verpflichtet, Putin zu verhaften und an Den Haag auszuliefern. Über Putins neue Ausrichtung berichtet unsere Moskau-Korrespondentin Ina Ruck. Kampfjets begleiten die Präsidentenmaschine. Schutz und Show. Wladimir Putin reist in die Golfregion. Beim Staatsbesuch in Abu Dhabi steht die Kamelkavallerie Spalier. Ein Empfang, wie ihn das russische Fernsehen lange nicht zeigen konnte. Denn genau solche Bilder fehlten in der letzten Zeit. Die Vereinigten Arabischen Emirate liefern sie nun. Die Botschaft: Putin zwar isoliert vom Westen, doch willkommen in anderen Gegenden der Welt. Der internationale Haftbefehl gegen ihn gilt hier nicht. Eine Festnahme muss er nicht fürchten. Im Gegenteil, man pflegt sehr freundschaftliche Beziehungen. Die Emirate sind Russlands größter Handelspartner am Golf, betont Präsident Bin Said. Man wolle die Partnerschaft weiter stärken. Auch Putin lobt, die Beziehungen seien auf einem nie dagewesenen hohen Niveau. Ansonsten keine Spur des Abstands, den Putin unter Verweis auf Corona sonst gern hält. Wie etwa vorgestern in Moskau. Geschätzt 20 Meter Abstand hält Putin zu 21 frisch entsandten ausländischen Botschaftern und Botschafterinnen, die sich im Kreml vorstellen. Viele von ihnen vertreten Länder, die Russland als unfreundliche Staaten bezeichnet. Dabei auch Deutschlands neuer Botschafter Alexander Graf Lambsdorff. Leider, sagt Putin, können wir ja aus hygienischen Gründen nicht näher miteinander reden. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Demonstrative Distanz. Auf Putins arabischer Reise heute scheint die Infektionshygiene auch beim zweiten Stopp nicht so wichtig zu sein.
Gleich nach Abu Dhabi ist er in Riad. Mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman versteht er sich blendend. Und teilt mit ihm eine gemeinsame Sorge. Beide Länder fördern Öl. Aus Sicht beider ist dessen Preis derzeit viel zu niedrig. Vor allem Russland braucht hohe Öleinnahmen, um seinen Krieg gegen die Ukraine weiter zu finanzieren. Zwei Besuche an einem Tag. Internationales Niveau, heißt es in Russlands Nachrichten. Die Bilder laufen heute auf allen Kanälen. Morgen wird in Moskau das Datum der Präsidentschaftswahl im Frühjahr bekannt gegeben. Kein Zweifel, dass Wladimir Putin erneut kandidieren wird. Präsident Putin hat also offenbar keine Probleme, Partner zu finden. Der Ukraine dagegen drohen ganz akut die Mittel auszugehen. Unter anderem, weil beim wichtigsten Unterstützer, den USA, die Ukraine-Hilfen bis Ende des Jahres aufgebraucht sein werden und ein neues großes Hilfspaket im Kongress feststeckt. Heute soll es eine Abstimmung dazu im US-Senat geben. Und dazu jetzt Kerstin Klein in Washington vor dem Kapitolsgebäude. Wie stehen die Chancen denn dazu, Kerstin, dass der Kongress diese dringend benötigten Ukraine-Hilfsgelder jetzt doch bewilligt? Also die Chancen, dass die heute schon bewilligt werden, die sind quasi bei null. Die Demokraten, die haben zwar die Mehrheit im Senat, aber um dieses Gesetzespaket zur Abstimmung zu stellen, brauchen sie auch Stimmen der Republikaner. Und die haben schon klar gemacht, wir werden das hier heute blockieren. Dieses Paket ist ja insgesamt 105 Milliarden US-Dollar. Und das meiste davon sind eben Ukraine-Hilfen, rund 61 Milliarden. Es enthält aber auch andere Dinge, zum Beispiel weitere Gelder für die Grenzsicherung an der Grenze zu Mexiko. Nur die Republikaner, die sagen jetzt eben, das ist viel zu wenig. Wir wollen mehr Geld für die Grenze. Wir wollen, dass die Mauer wieder gebaut wird. Und wir wollen Verschärfungen beim Asylrecht. Und daran verhakt sich es gerade, weil das nämlich Dinge sind, die den Demokraten viel zu weit gehen. Und vor diesem Hintergrund, da hat US-Präsident Biden sich hier vor wenigen Stunden an die Bürgerinnen und Bürger gewandt, aber vor allen Dingen auch an die Abgeordneten und hat nochmal klar gesagt, wir müssen dem zustimmen. Die ganze Welt schaut zu. Wir brauchen weitere Hilfen für die Ukraine. Alles andere wäre ein einziges Geschenk an Wladimir Putin. Dieses Ringen, dieses politische, gehört in den USA ja so ein bisschen auch zum Polittheater ein wenig immer dazu. Aber heißt das, sie einigen sich am Ende dann doch noch? Das ist gerade schwer zu sagen. Also eigentlich gibt es eine Mehrheit im Kongress für weitere Ukraine-Hilfen. Also sowohl bei den Demokraten, aber auch bei den Republikanern ist eine Mehrheit der Abgeordneten eigentlich dafür, der Ukraine weiterzuhelfen. Nur im Moment ist es so, dass selbst die pro-ukrainischen Republikaner eben dieses miteinander koppeln. Dass sie sagen, weitere Ukraine-Hilfen nur im Gegenzug zu Änderungen beim Grenzschutz. Und die koppeln das auch deshalb, weil sie sagen, wenn wir erstmal der Ukraine-Hilfe zugestimmt haben, dann kriegen wir von beiden bei der Grenze nichts mehr. Und da ist das Ganze eben gerade festgefahren. Die meisten gehen davon aus, dass man sich am Ende einigt, aber sicher ist es nicht. Und das hätte dann eben sehr verheerende Folgen für die Ukraine. Nun findet in weniger als einem Jahr ja die nächste US-Präsidentschaftswahl statt. Welche Rolle wird diese Ukraine-Unterstützung dann im Wahlkampf spielen? Also traditionell spielt Außenpolitik keine große Rolle im US-Wahlkampf. Aber natürlich ist es so, die Mehrheit der Bevölkerung hier, die wird zunehmend kritischer gegenüber weiteren Geldern. Vor allem bei den Republikanern, da sind es mittlerweile über 60% der Anhänger, die sagen, wir haben der Ukraine schon eher zu viel Geld gegeben. Warum geben wir das Geld hier nicht im Inland aus? Und das ist natürlich auch etwas, was die Abgeordneten hier im Kongress wissen und was sie natürlich im Hinterkopf haben, wenn sie hier heute in die Abstimmung gehen. Und das wird auch eine Rolle spielen bei den weiteren Abstimmungen, die dann vielleicht noch anstehen bis zum Jahresende. Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Auch wenn der Reichtum in der Golfregion aus den Geschäften mit Öl und Gas stammt, auch dort haben viele erkannt, dass man für die Zukunft neu planen muss. Und wie diese Zukunft klimaneutral aussehen könnte, das wollen Sie hier zeigen, in Masdar City, keine 100 Kilometer entfernt vom Tagungsort der gerade laufenden Weltklimakonferenz in Dubai. Doch da bremst der Gastgeber beim Ausstieg aus den fossilen Energien. Und auch aus der Vorzeigestadt Masdar City scheint der Schwung schon wieder raus zu sein, bevor das Leben überhaupt eingezogen ist. Ramin Sina berichtet. Eine Stadt der Zukunft sollte sie werden und vor allem klimaneutral sein, so der Plan 2008. Heute ist Masdar City zwar nicht menschenleer, aber auch nicht besonders belebt. Knapp 3000 Menschen wohnen in Gebäuden, entworfen von Star-Architekt Norman Foster.
Nachhaltiges Design soll Licht abschotten bei bis zu 50 Grad im Sommer, ein Windturm für natürliche Kühlung sorgen. Die Energie kommt von oben. Doch trotz Photovoltaik klimaneutral ist Masdar City bis heute nicht. Die Emirate haben ihr ambitioniertes Ziel verfehlt. Aber wir konsumieren 40% weniger im Vergleich zu anderen Städten. Das haben wir geschafft in rauen Umgebungsbedingungen. Wir versuchen 90% des Wassers zu recyceln und sind sehr stolz auf dieses einzigartige Ökosystem. Riesige Solarpaneele, auch auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Prestigeprojekte als Teil der Imagepflege am Golf, analysieren Beobachter aus Deutschland. Es geht einmal darum, sich als Klimavorreiter auch zu präsentieren, aber es geht auch darum, Strategien zu finden und die Energietransformation so mitzugestalten, dass es nach ihren eigenen Interessen geht. Und das bedeutet eben weiterhin Öl und Gas zu fördern. Interessenvertreter von Öl und Gas an jeder Ecke. Eine Klimakonferenz voller Lobbyisten. Der Konferenzpräsident Sultan Al-Jaber, zunächst gefeiert, weil er gleich zu Beginn einen Klimaschädenfonds für ärmere Länder auf den Weg gebracht hatte, muss sich nun verteidigen gegen den Vorwurf, die Wissenschaft in Frage zu stellen. Das Streitthema: Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und deren Bedeutung für den Klimawandel. Die Fronten zwischen Aktivistinnen und Gastgeber sind verhärtet. Es geht um die Deutungshoheit. Die Wissenschaft ist doch eindeutig. Wenn wir eine Chance haben wollen, den Gemeinschaften zu helfen, die schon jetzt zu kämpfen haben, dann darf es die Förderung von fossilen Brennstoffen nicht mehr geben. Nicht weniger als das Ende des fossilen Zeitalters soll diese Konferenz einläuten, so der Wunsch vieler hier. Auch die Bundesregierung mahnt zur Eile. Richtungsweisend sei die kommende zweite Verhandlungswoche. Es brauche mehr Kompromissbereitschaft der entscheidenden Akteure. Wir erwarten, dass auch jedes Land, ob es Saudi-Arabien, China oder anderen USA, dass sie mitziehen, weil wir sind in einer Klimakrise und die größte emittierenden Länder müssen mitmachen. Die Weltklimakonferenz inhaltlich weiter eine Baustelle. Auch in Masdar City, dem Prestigeprojekt der Emirate, wird weiter gewerkelt. Das Ziel bleibt die Klimaneutralität. In diesen Tagen wirkt sie unendlich weit weg. Vielfältig, bunt und dicht bevölkert. Korallenriffe erstrecken sich über tausende Kilometer in den tropischen Meeren. Sie gehören nicht nur zu den größten von Lebewesen geschaffenen Gebilden, sie bieten auch einen außergewöhnlichen Artenreichtum. Zumindest solange sie intakt sind. Doch durch Klimawandel und Verschmutzung sind Korallenriffe weltweit bedroht. Da macht es Hoffnung, dass sich das größte zusammenhängende Riff der Erde, das Great Barrier Reef in Australien, seit längerem zu erholen scheint. Doch hoffen allein, das reicht Wissenschaftlern und Umweltschützern nicht. Sie rüsten sich lieber schon für die nächsten möglichen Rettungsmaßnahmen. Florian Barth berichtet. Da unten auf dem weißen Ponton freut sich jemand auf den Sprung in den Pazifik. Mitten im Great Barrier Reef macht sich Stuart Ireland bereit. Er ist Kameramann und filmt seit 30 Jahren die Unterwasserwelt. Den Einfluss des Klimawandels bekommt er hautnah mit. Das Riff entwickelt sich hier permanent. Wir bemerken einen Wandel in der Artenvielfalt und auch bei den unterschiedlichen Korallen. Das ist nicht zu übersehen. Immer wieder ist er fasziniert von der farbenfrohen Schönheit am Great Barrier Reef. Heimat und Rückzugsort für Millionen von Fischen, Pflanzen und vor allem Korallen. Doch wenn das Wasser zu warm wird, stoßen Korallen die Algen ab, auf deren Nährstoffe sie eigentlich angewiesen sind, und verblassen. Oben ist nun auch Ryan Donnelly soweit. Er nimmt uns mit zu seinem Unterwasserprojekt. Sein Team hat hier in 14 Metern Tiefe eine Korallenzucht aufgebaut. Etwas abseits des Riffs können ganz junge Exemplare in Ruhe wachsen und sich vermehren. Wenn die Ozeantemperatur mal wieder steigt, senken sie das ganze Gestell einfach ab. Weiter unten ist es kühler. Was wir hier versuchen, ist, den natürlichen Erholungsprozess nach einem Klimaschaden zu beschleunigen. Wir sehen hier heute einen Riff mit 6 Jahren ohne schlimmes Ereignis, also eine sehr gute Korallendichte. Um das Great Barrier Reef zu bewahren, arbeiten Meeresbiologen in ganz Australien mit allen Tricks. Im Aquarium von Cairns haben sie eine Korallenbank geschaffen,
Ein Ersatzteillager fürs Riff, falls eine Art im Ozean mal ausstirbt, hier haben sie noch Exemplare. In der Metropole Sydney denken sie gleich Jahrzehnte voraus. Bei minus 196 Grad lagern in Nitrosauerstofftanks Korallen, Eier und Spermien. So lässt sich die genetische Vielfalt notfalls im Labor herstellen. Aber noch geht es auch auf natürlichem Weg. Die vergangene Vollmondnacht über Australien. Kurz danach spielt sich unter Wasser das ab, was Meeresbiologen als Orgie im Ozean bezeichnen. Alle Korallen stoßen gleichzeitig Samen und Eizellen aus. Die schwimmen durchs Wasser, finden sich und bilden neue Korallenbabys. Das Laichen der Korallen gilt bei Forschern als Gradmesser für die Gesundheit des Riffs. Fazit in diesem Jahr? Dem Großteil des Riffs geht es wunderbar im Moment. Aber das Problem mit dem Klima ist, die heißen Phasen werden immer häufiger. Das macht uns Sorgen. Denn nun steht das Hitzephänomen El Niño vor der Tür. Es droht wieder ein heftiger Schlag für das Naturwunder vor der Küste Australiens. Aber hier wollen sie alles tun, damit die Korallen am Great Barrier Reef überleben. Es ist ein lebensgefährliches Unterfangen. Trotzdem wagen jedes Jahr Zehntausende Menschen die Fahrt über das Mittelmeer nach Europa. Auf Booten, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdienen. Tausende ertrinken hier jedes Jahr und es wären noch viele mehr ohne die Hilfe von privaten Seenotrettern. Die suchen gezielt nach Schiffbrüchigen, doch ihre Arbeit ist nicht unumstritten und sorgt seit Jahren für politischen Streit. Italiens Regierung hat zuletzt festgelegt, dass ein Schiff nach einem einzigen Einsatz direkt in den Hafen zurück muss. Christina Böker hat Seenotretter von Ärzte ohne Grenzen bei ihrer Fahrt aufs Mittelmeer begleitet. Die Retter müssen schnell sein. Ein winziges Boot ist in Seenot mit 11 Menschen, 2 davon Babys, 30 Seemeilen vor Libyen. Das Boot ist untergegangen, ein paar Minuten nach unserem Einsatz. Glücklicherweise kamen wir gerade noch rechtzeitig. Es war höchste Zeit. Auf der Brücke halten sie nach weiteren Booten Ausschau. Wir sind mit den Ärzten ohne Grenzen unterwegs. Sie diskutieren, was zu tun ist. Eigentlich müssten sie jetzt sofort an Land, in den Hafen, der ihnen zugewiesen wird. So ist seit diesem Jahr die Rechtslage in Italien. Mit dieser neuen Regelung ist es so, wenn wir sie retten, müssen wir diese Region hier verlassen und in den Norden zurückfahren. Wenig später dürfen sie aber doch noch ein zweites Boot retten. 33 Menschen, wieder sind Kinder dabei. Als Wasser hineinlief, hätten sie angefangen zu beten, erzählen die Menschen später im Schiff. Die ersten Selfies, außer Lebensgefahr, erschöpft und erleichtert. Es gab Wasserflaschen, aber höchstens noch genug für einen Tag. Aber Essen habe ich nicht gesehen, auch keine Milch für die Babys. Jetzt Kurs auf Tarent, Süditalien. Die Migranten bekommen unterwegs Infos, wie es für sie weitergeht. Die Brüder Mohammed und Ibrahim wollen nicht erkannt werden. In Syrien wollten sie nicht zum Kriegsdienst. 2 Jahre waren sie in Libyen, fühlten sich nicht willkommen. 5-mal haben sie versucht, übers Mittelmeer zu kommen. Manchmal kommst du an einen Punkt, an dem du so verzweifelt bist, dass du denkst, ich gehe lieber ein hohes Risiko ein, um gut zu leben, anstatt so weiterzuleben. Italienischkurs an Bord. Mohammed hat Maschinenbau studiert, will in Europa arbeiten, egal was. Und anders als die meisten hier, wissen er und sein Bruder auch genau, wo sie hinwollen. Wir wollen nach Deutschland gehen, weil es dort Arbeit gibt. Ich meine sogar gewisse Vorteile für Flüchtlinge. Es gilt zumindest als eines der besten Länder in der EU. Unterwegs dann noch ein Notruf. 42 Menschen könnten in Seenot sein. Die Geo Barents müsste umkehren, um sie zu retten, darf das aber nicht. Letztlich befinden wir uns seit diesem Jahr in einer Zwickmühle. Wir wissen, dass es noch andere Fälle geben kann, die Hilfe benötigen, und wir haben ein großes Schiff und könnten reagieren. Aber sobald wir eine Rettung gemacht haben, sind wir gezwungen, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sie sind jetzt da, wo sie hinwollen.
Dass die Europäer über solche Rettungen und das komplette Thema Migration äußerst kontrovers diskutieren, bei ihrem glücklichen ersten Blick auf Europa spielt das keine Rolle. Ja, angekommen in Europa und wie dann weiter? Unsere Italien-Korrespondentin hat die beiden Brüder, die wir da gerade in dem Beitrag gesehen haben und die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, auf dem weiteren Weg durch Europa begleitet. Und was die dabei erlebt haben, das zeigen wir Ihnen dann übermorgen in einem Bericht hier bei uns in den Tagesthemen. Jetzt aber erstmal weitere Nachrichten des Tages, Konstantin, mit dir. Bahnreisende müssen sich kurzfristig auf einen neuen Warnstreik einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zu 24-stündigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Warnstreik beginnt morgen Abend um 22 Uhr und soll bis Freitagabend 22 Uhr dauern. Er betrifft neben der Deutschen Bahn auch andere regionale Zugunternehmen und den Güterverkehr. GDL-Chef Weselski versicherte erneut, es werde keine Streiks über Weihnachten geben. Wir werden jetzt diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen und es ist für dieses Jahr die letzte. Anschließend kommt die Urabstimmung, die Auszählung am 19. Dezember und es wird keine Arbeitskampfaktion mehr geben. Auch in der ersten Januarwoche nicht, bis zum 7. Januar ist an der Stelle ein Stück weit kein Arbeitskampf zu befürchten. Was die Eisenbahn, das Management der DB allerdings den Reisenden insgesamt so bietet, das muss ich offen lassen, dafür tragen wir keine Verantwortung. Die Linkspartei ist im Bundestag nicht mehr durch eine Fraktion vertreten. Um Mitternacht wurde die Selbstauflösung offiziell vollzogen. Hintergrund ist die Abspaltung einer Gruppe um die frühere Fraktionschefin Wagenknecht, die eine eigene Partei gründen will. Die Anzahl der verbliebenen Abgeordneten der Linkspartei ist zu klein für den Status einer Fraktion. Dadurch bekommen sie unter anderem weniger Redezeit und Finanzmittel. In der Rüstungsindustrie bahnt sich eine weitere Übernahme an. Der Rüstungszulieferer Hensoldt zahlt knapp 700 Millionen Euro für den Münchner Militärdienstleister ESG. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Hensoldt profitiert davon, vor fast 3 Jahren an die Börse gegangen zu sein. Nun kann sich Hensoldt das Geld für die Übernahme von ESG über die Ausgabe neuer Aktien, eine Kapitalerhöhung, besorgen. Der deutsche Staat, der schon über seine Förderbank KfW an Hensoldt beteiligt ist, will mitinvestieren. Der Rest soll über Schulden finanziert werden. Hensoldt ist führend bei militärischen Radaren und Sensoren für Panzer, Flugzeuge wie den Eurofighter oder Fregatten der Marine. ESG ist spezialisiert auf militärische Kommunikation, darauf Panzer, Flugzeuge und Schiffe zu vernetzen. Beim rein deutschen Zusammenschluss übernimmt Hensoldt mit ESG auch über 1400 Spezialisten für militärische Software und Elektronik, die sonst auf dem Arbeitsmarkt kaum zu finden sind. Im DFB-Pokal ist dem FC Saarbrücken ein weiterer Coup gelungen. Nach dem Rekordmeister Bayern München darf der Drittligist auch den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt aus dem Wettbewerb. Mit einem 2:0 erreichten die Saarbrücker zum 9. Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale. Sie haben es schon wieder getan. Nach dem deutschen Meister schlägt Saarbrücken auch die Frankfurter Eintracht. Die Saarländer sind der Pokalschreck des Wettbewerbs. Kai Brünker bringt die Gastgeber nach 64 Minuten in Führung. Der Treffer fällt hinein in eine Frankfurter Drangphase. Der Drittligist insgesamt aber gleichwertig und mit den klareren Chancen. Kurz vor dem 1:0, Pech für die Gäste. Buter scheitert am Aluminium. Es war die beste Frankfurter Möglichkeit im gesamten Spiel. 12 Minuten vor dem Ende, der schlampige Ball von Larsson. Gauss übernimmt. Dann ist Brünker überrascht, aber Kerber steht an der richtigen Stelle. Der FCS erhöht, Saarbrücken versinkt im Jubel. Kurz vor Ende begeht Frankfurts Futkoi eine Tätlichkeit und sie droht. Saarbrücken gewinnt mit 2:0, steht im Viertelfinale und hat erneut seine Krallen ausgefahren. Unter Autoangebern galten mal die Kürzel GTI oder GTE als ultimativer Maßstab. GTA steht dagegen für ein Posing, zu dem man sich nicht auf Straßen oder Parkplätzen trifft, sondern am Computer. GTA, kurz für Grand Theft Auto, die amerikanische Bezeichnung für schweren Autodiebstahl, ist eine der erfolgreichsten Computerspieleserien der Welt.
Erstmals vor über einem Vierteljahrhundert erschienen, doch die aktuellste Ausgabe, die Version Nummer 5, ist bereits 10 Jahre alt. Und die Fans des Spiels warten offenbar so sehnsüchtig auf eine Fortsetzung, dass allein schon die Ankündigung für Version Nummer 6 Internetrekorde gebrochen hat. Mehr als 100 Millionen Mal wurde das nun veröffentlichte Vorschauvideo bei YouTube bereits angeklickt. Dabei kommt GTA 6 erst übernächstes Jahr auf den Markt. Benedikt Schäper und Jelena Morgenstern. Autodiebstahl samt Verfolgungsjagd, bequem vom Sofa aus. Alessandro Bolch spielt seit seiner Jugend Grand Theft Auto, kurz GTA. Auch seine Freundin Dunja Schulz fasziniert die Videospielserie. Die lockt seit 1997 Millionen Menschen vor den Bildschirm und hat der Produktionsfirma Milliarden eingespielt. Zum einen hast du halt eine riesige Karte quasi, wo man sich bewegen kann. Das ist auch das, wofür GTA steht, und es wird quasi von Spiel zu Spiel immer größer. Und die Grafik ist einfach auch super beeindruckend. Ich glaube, mit jedem GTA ist da nochmal ein riesen Meilenstein passiert, und es ist einfach super realistisch. Fotorealistisch erscheinen Autos, Landschaften, Menschen. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Auch der Trailer für den neuesten Teil besticht durch brillante Grafik. GTA 6, seit 10 Jahren lechzen Fans weltweit danach. Gestern bricht der Clip auf YouTube direkt einen Rekord. Mehr als 90 Millionen Abrufe binnen 24 Stunden, heute schon 100 Millionen. Die meistgesehene Videospielenthüllung aller Zeiten. Also so von den Farben und dem Licht und allem ist einfach, ja, ist wie ein Film, wie ein Trailer für einen richtig großen Film, nur dass es halt ein Spiel ist, also eigentlich noch viel cooler. Bei GTA schlüpft der Spieler meist in die Rolle eines Verbrechers und muss Missionen erfüllen. Kritiker sehen in der Reihe Gewalt verherrlicht, andere eine spielerische Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen. Martin Geisler hat über Computerspiele seine Doktorarbeit geschrieben. GTA, ein besonderes Phänomen der modernen Spielekultur. GTA ist auf der einen Seite ein wahnsinnig großes, wunderschönes Spiel, in dem ich wahnsinnig viele Aktivitäten machen kann. Und auf der anderen Seite ist es quasi aber auch eine Gesellschaftskritik, ein kultureller Spiegel, der sowohl den politischen Szenen als auch den SpielerInnen selbst ein bisschen, ja, den Spiegel vorhält. Digga, das sieht auch... Digga, sieht so sexy aus, ne? Michael Dolais kommentiert seit Jahren andere GTA-Spieler, so ähnlich wie Sportreporter beim Fußball. Hunderttausende folgen ihm dabei und belegen die Beliebtheit der virtuellen Actionwelt. Der Hype zu GTA 6 ist eine Kombination aus vielen verschiedenen Generationen. Leute, die mittlerweile 30, 40, 50 sind, und natürlich auch von einer jüngeren Zielgruppe, die dann alle gespannt auf das neue GTA 6 dann warten. Gaming-Fans wie das Hamburger Pärchen müssen sich aber noch länger gedulden. Geplante Veröffentlichung 2025. Und wir haben zum Schluss noch die aktuellste Version des Winterwetters, Carsten. Noch liegt der Schnee ja in vielen Teilen Deutschlands, aber wie lange noch? Vielleicht sollte ich diese Frage im Jahr 2025 beantworten. Das wäre mal ein neuer Move. Aber zurück zum Schnee und dieser Frage. Es geht dem Schnee an den Kragen. Wir können, glaube ich, das Ende dieser ersten winterlichen Witterungsperiode einläuten. Das sind die Schneeverhältnisse gemessen heute Morgen. Vor allem im Norden Deutschlands herrschte heute immer noch tiefer Winter. Hier, wo dieses dicke Weiß zu sehen ist, 10 bis 20 Zentimeter, auch in den Mittelgebirgen, im Bayerischen Wald und am Alpenrand. Dort, wo es pink eingefärbt ist, zum Teil sogar mehr als 50 bis 100 Zentimeter. Die höchsten Schneemengen in diesen Regionen, zum Beispiel in Osdorf an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste, 24 cm. Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge 70, in Tittling im Bayerischen Wald 75, in Balderschwang-Allgäu 1 Meter und 1 cm und auf der Zugspitze der meiste Schnee 2,55 Meter. Es wird wärmer am Wochenende, es fällt auch Regen. Vor allem in den tieferen Lagen wird der Schnee also verschwinden. Aber wie sieht es in den Mittelgebirgen aus? Wir haben uns mal den Temperaturtrend angeschaut für den Kahlen Asten im Sauerland, 841 Meter hoch. Bis Freitag bleibt es dort dauerfrostig kalt, aber dann steigt auch dort die Temperatur. Am Montag und Dienstag erwarten wir Werte um rund 5 Grad. Das Ganze dann auch noch bei Regen. Das heißt, selbst in den mittleren Lagen der Mittelgebirge wird es eng in den nächsten Tagen für den Wintersport und den Schnee. Apropos Schnee, heute Nacht noch letzte Flocken oder ein bisschen Nieselregen. Dann wird das Wetter trocken sein in den nächsten 24 Stunden. Es bildet sich verbreitet dichter Nebel, der sich morgen vor allem im Westen Deutschlands stellenweise auflösen kann. Dann kann hier auch mal die Sonne scheinen, während es im Norden oder auch im Osten den ganzen Tag über trüb bleibt.
bleibt. Die Temperaturen nachts meistens bei knapp unter 0 Grad. Aufpassen, es kann also sehr glatt werden, wenn die Straßen heute Nachmittag nass waren. Morgen tagsüber erwarten wir Werte zwischen plus 2 und plus 6 Grad. Dauerfrost im Nebel, zum einen im Norden Schleswig-Holsteins, zum anderen in den Mittelgebirgen. Die weiteren Aussichten: am Freitag kommt Regen mit Glatteisgefahr, vor allem in der Mitte, in den Mittelgebirgen. Und ab Samstag steigende Temperaturen, im Westen dann schon bis zu plus 11 Grad. Carsten, vielen Dank für diese sich wärmenden Aussichten. Soweit die Tagesthemen von uns an diesem Mittwoch. Bei Sandra Maischberger ist jetzt gleich SPD-Chef Lars Klingbeil zu Gast, kurz vor dem Parteitag der SPD Ende der Woche. Und aktuelle Nachrichten haben wir jederzeit für Sie auf tagesschau.de und bei tagesschau24. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.